Welcome back to another German Food Review, and it's goulash time. Wurstgulasch, so it's goulash with sausage instead of, let's call it meat pieces. This here is, with sausage. Okay, and I guess it's Wiener sausage, I'm not sure, but with spiral pasta. Mm-hmm. 400 gram, €1.69, so very, very low in price. Penny Heat and Eat, so it's from Penny. 600 watt, 4 minutes, okay. Let's check it out. 400 gram, 430 calories, nothing wrong with that, but look at the salt. More, please more salt. And fat, but fat is quite low. Is it 3.8, yes. And protein, also not so high. Okay. 32% pasta. Oh, it's Jagdwurst. Oh, I don't know the translation for Jagdwurst. Maybe I'll check that. Let's see. Jagd sausage. I don't know. 10%. So, and it's pork, of course. And salt. Est Genieße Service, so maybe that's quite good here. Well, let's see. Yeah. 600 watts for a minute. They should stab the foil a little bit, but okay. Unbox it. That's how it looks like. Pasta, spiral pasta. And here's the goulash. And no fork here. Ah, here's a fork. Here's a fork. That's enough. Okay, 4 minutes. Back in a sec. Okay, here it is. Very hot, yes, but let's remove that. So, okay, and let's try pasta. Oh no, too hot, I think. Quite good. Very tiny. No bad aftertaste and tastes like pasta. Okay, that's good. Yeah, that's not always the case. I mean, it's the lowest from the lowest from the lowest and so on. So, it's a good thing. Let's put it on the plate. Let's distribute it a little better. Okay. And now the Wurst goulash. And Jagdwurst is Jagdwurst, by the way, or hunting sausage. Yeah, it's Jagdwurst. Where is it? Here it is. Wikipedia, which means hunting sausage. Looks weird, yes. Okay, anyway, let's eat it. If you fry it, it's quite tasty. There are not a lot of pieces in it, I think. Let's check that. So. One second. Yeah, 10% of Jagdwurst. 10%. That looks more than 10%, I would say. But okay. Compare it for yourself. No, was it? Here it is. Okay. And now it's eating time, but it looks quite nice. With a spoon or a fork? Oh, damn it. Let's try it with the spoon first. Okay, here's the Jagdwurst. Here we go. Tastes more like sauce, but feels like Jagdwurst. Somehow, I don't know, feels like Jagdwurst. I'm sorry. Everything together. Now the pasta is fine. Here we go. Yeah.
salty. Nice feeling from the pasta. A little spicy. Yeah, it's okay. For €1.69, nothing wrong with it. Onion flavor. Interesting. One more. Yeah, that's quite good, but 1.15 gram of salt per 1 oz gram. That is high. Ja, it fits. Jagdwurst and salt. Pasta, here we go. I really like the pasta. Here we go. Well, that's not bad. Not too soft, tastes like pasta, and it feels quite nice. Well, and it's very low on price. I dropped something on my shirt. Okay. Yeah. I would say it's good. Definitely a thumbs up. €1.69. Nice amount of pasta. Nice amount of sauce. Spicy, salty, maybe a little too salty. Okay. But it's okay. No. Definitely a thumbs up for Penny. Penny Heat and Eat. Yeah. Thanks for watching. I'll continue in German. Ich habe mein T-Shirt voll geklickert. Aber es gibt Wurstgulasch. Und ich bin kein so ein Gulaschfreund, denn da sind so Brocken drin. Aber das ist ja ein Wurstgulasch, der geht wieder, denn da ist geschreddertes Zeug drin. Sehr, sehr fein wahrscheinlich. Ja, Jagdwurst ist wahrscheinlich auch nicht für jeden gedacht. Ich meine, guckt euch die Wurst mal an. Alles klar. Ist die Jagdwurst oder nicht? Wenn man die anbrät, schmeckt die ganz gut. Okay, und mit Spiralnudeln. Ja, Penny Heat and Eat, so ist das ein Penny. 4 Minuten, 600 Watt, Standard. Kostet 1,69, auch Standard. Und ja, ist schon das günstigste so. 430 Kalorien für 400 Gramm, das ist nicht zu viel. Genau richtig, würde ich sagen. Das einzige Problem hier, so Fett ist auch ziemlich niedrig. Eiweiß leider auch. Aber das Problem hier dran ist, guckt euch mal den Salzgehalt an. Das ist einfach zu viel, würde ich sagen. Aber okay, vielleicht gibt es ja einige, die es so super salzig mögen und sich das vielleicht noch nachwürzen wollen. Wie auch immer, das ist hier drin. 32% Nudeln gegart und nur 10% Jagdwurst. Aber muss ich gleich nochmal überlegen, ob das genug ist. Könnte sein. Das hier sieht ganz schön, das hier sieht mehr aus, aber ich glaube, die Stücken sind hier einfach größer als in echt. Okay, was noch? Das ist natürlich Schweinefleisch und Salz. Zwiebeln, ja, muss man hervorheben, denn man schmeckt sie raus. Okay, kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten, Fisch, Milch, Sellerie und Sulfid enthalten. Ja, 4 Minuten 600 Watt, vorher sticht man es ein. Sehr stabile Folie, muss da richtig raufhauen. Und so sieht es dann aus und es sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, würde mal sagen, es sieht ganz gut aus. So ist auch die richtige Menge an Nudeln und Soße, passt beides hervorragend zusammen. Und als erstes habe ich die Pasta hier gekostet, oder die Nudeln, werde ich jetzt auch nochmal machen. Here we go. Und die schmecken mir ganz gut. Ja, ist nicht so selbstverständlich, dass Nudeln nach Nudel schmeckt. Manchmal schmeckt es nach nichts, manchmal ist es so weich und dann so komisch. Das hier ist bissfest und schmeckt nach Nudeln, also hier gibt es nichts dran auszusetzen. Ja, kein Nachgeschmack. Nicht chemisch oder so, nö. Und das ist die Soße hier. Hier ist die Jagdwurst.
kleines Stück. Here we go. Und es schmeckt mehr nach Soße als Jagdwurst, aber es fühlt sich halt an wie Jagdwurst. So, ich weiß nicht genau, ist das bröckelig? Nicht so richtig. Keine Ahnung, wie man das beschreibt. Und wenn wir mal alles zusammen essen. Here we go. Ja, und die Dinger kauen sich hier gut. Gefallen mir. Und für 1,69 ist das gut. Von denen hatte ich, glaube ich, mal Senfeier. Die waren furchtbar. Oder nicht so gut. Mit furchtbar sollte man immer vorsichtig sein. Aber nicht so gut. Und das hier ist auf jeden Fall besser. Das einzige Problem ist wirklich, dass es ein bisschen salzig ist. Aber okay. Kann man mit leben. Könnte man. Und es schmeckt auf jeden Fall. Würzig, salzig, fleischig. Here we go. Schönes Mundgefühl von den Nudeln. Und man schmeckt die Zwiebeln raus. Ja, wirklich Zwiebelaroma. Here we go. Ist auch nicht zu dünn, läuft nicht vom Löffel runter hier. Richtige Dicke. Ja, das ist gelungen. Oder wart ihr Besseres bei 1,69? Ich nicht. So wie das hier ist schon okay. Ja, beides gut. Soße, Nudeln. Kommt locker da oben nach oben. Kann man kaufen, wenn man einen Wurstgulasch haben möchte. Aber ich habe glaube ich noch nirgendwo anders gesehen. Wie auch immer das hier funktioniert. SGS Genießer Service. Die machen öfter mal ganz gute Sachen, glaube ich. Ja, locker einen Daumen nach oben. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.